Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Minecraft. Der Weltensimulator. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Minecraft Six in the City, die Stadt der Frauen, S-I-T-C-D-S-D-F. Und noch einmal heute mit Tyska! Yippie! Und vor mir steht Dämonen! Juhu! Hallo Tyska! Hallöchen, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Oh, das wird ja größer, das Haus. Ja. Okay. Dass sie sich entschuldigt hat bei einem Mädchen, das sie in der Grundschule gemobbt hat. Mhm. Wie hat die darauf reagiert? Ganz locker eigentlich. Hat das natürlich akzeptiert. Natürlich nicht, aber sie hat es akzeptiert. Und das Interessante ist, dass wir festgestellt haben, dass wir ganz viele Dinge eigentlich gemeinsam haben und dass wir jetzt so eigentlich privat relativ guten Kontakt haben. Okay. Es hat sich definitiv gelohnt, da nochmal nachzugehen und dann auch über seinen eigenen Schatten zu springen und solche Dinge auch zuzugeben und zu bereuen. Hat sie es denn als so schlimm empfunden? Also oder war das für sie dann jetzt letztlich nicht so schlimm, wie du dachtest, so, oh Gott, ich habe der ja völlig irgendwie... Also ich war nicht die Einzige, die das gemacht hat, sondern das war dann schon im Prinzip jeder gewesen, aus unserer Klasse und so. Und das hat man ihr angemerkt, dass sie das nicht so leicht genommen hat. Und also ich kann für meinen Teil jetzt nur sagen, ich war immer so, wenn Mobbing im Spiel war, war ich eigentlich immer der Mitläufer. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Mhm. Also nie der Aktive. Ah! Ha! Da ist ein Skelett vor der Tür. Das kann mich mal am Arsch lecken, weil ich habe die Tür zugemacht. So. Dann war ich mehr so Mittäter quasi. Und ich glaube einfach wirklich, dass das zum Erwachsensein dazugehört. Und wenn es nicht irgendwie furchtbar ausufert, dann kann man sich das vielleicht irgendwann auch mal verzeihen. Und später besser machen. Ich habe es dann einfach auch bei mir erlebt, dass ich später, also mittlerweile bin ich jemand, der, wenn es irgendwie ungerecht wird, dann haue ich dazwischen. Also das ist mir dann alles ziemlich scheißegal. Ja, Mona hat ja in der letzten Episode, hat sie erzählt, dass es schwierig ist, Zivilcourage zu zeigen. Ob man da jetzt schon Angst hat, dass man selbst gemobbt wird oder nicht. Ich würde trotzdem den Leuten empfehlen, dass wenn sie sowas mitkriegen, dass sie auf jeden Fall einer erwachsenen Person Bescheid geben, dass da Dinge nicht in Ordnung sind, denn meistens traut sich der Gemobbte, das selber nicht zu machen. Ja. Und sowas muss unterbunden werden. Es ist zwar klar, für dich und für mich hat das jetzt mir geholfen beim Erwachsenwerden. Ich weiß aber nicht, ob das Opfer in dem Fall wirklich dir dabei helfen möchte. Und ich glaube nicht, dass... Da müssen wir halt dann auf irgendeine andere Art und Weise lernen, uns erwachsen zu benehmen und vernünftig zu benehmen. Vielleicht macht es ja auch mal Sinn, mal zu überlegen, okay, da wird jemand gemobbt. Und eigentlich findet man die Person jetzt gar nicht so schlimm. Ja, warum auch immer. Dass man dann irgendwie vielleicht mit seinen Freunden da mal drüber spricht und sagt, ey, hört mir zu, Leute, wir helfen der jetzt mal. Ja. Wenn der eine wieder auf der rumhackt, dann gehen wir mal zu dritt auf den zu und sagen so, Alter, und jetzt ist mal jut, du lässt sie jetzt mal in Ruhe oder den, dass man sich als Gruppe dann ja auch wieder stärker fühlt. Und einen gibt's immer, der irgendwie nicht auf den Mund gefallen ist oder halt da ein bisschen... mit Wortwitz dagegen kann, weil ich glaube, das ist so das Einzige, wo man da ein bisschen gegen angehen kann, indem man es ins Lächerliche zieht, wie armselig der andere halt ist. Ne? Das so ein bisschen, richtig, den wieder auslachen, den so, das so ein bisschen zurückzuschieben, den schwarzen Peter. Das ist, glaube ich, das genau das Richtige, was man machen kann. Das würde ich auch so unterschreiben. Ne? Darf man da einfach nur schwarzer Peter sagen? Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, das ist ja wieder ein anderes Thema jetzt. Ne? Das klingt ehrlich gesagt ein bisschen althochdeutsch, ein bisschen altbacken. So, jetzt geht's wieder los. Ne? Weil eigentlich muss das ja dann maximal pigmentierter Peter heißen. Ne? Glaub ich. Oh je. Also ähnlich. Ich weiß leid, nicht, aber ich bin schlimmer halt ist. So alt. Ich habe diesen Wortschatz noch drin. Ich habe noch ganz andere alten Wörter in meinem Hirn. Also was ich aus eigener Erfahrung machen kann, so lustig es vielleicht im ersten Moment sein mag, ja, wenn man dabei ist und jemanden mobbt oder miterlebt, wie jemand gemobbt wird und das irgendwie, was weiß ich, cool wirkt irgendwie und lustig wirkt, ja, das Gefühl, mal dagegen was gemacht zu haben, ist um mal ein Vielfaches geiler, das kann ich also jedem garantieren. Das ist wahr. Das ist wohl wahr. Man fühlt sich dann komischerweise echt wie der Hero. Ist ganz, ja, zu mir ging das ja so in der Stadt mal, wurde ein Junge angebrüllt von zwei anderen Jungs. Und die waren halt auch, was weiß ich, 12. Und da war ich so Mitte 20 oder was. Und dann dachte ich so, nee, also so geht's ja nicht. Der war viel kleiner. Ich dachte so, hey, hier, was ist denn hier los? Das geht ja nicht. Also hab auch so ein bisschen übertrieben, ne?
Ja. Sag, brauchst du Hilfe? Ja, komme ich dir zur Hälfte. Und dann haben die anderen beiden so ein bisschen rumgestammelt. Und wenn man so ein bisschen nicht auf den Mund gefallen ist, dann haben die sich verpieselt. Mhm. Und dann war der Kleine, ist dann auch ganz schnell weggerannt. Aber ich, danach, der Tag war super. Ich so, juhe, Leben gerettet oder wie oder was. Und wenn es nur für den einen Tag waren, am nächsten Tag werden sie ihn schon wieder in der Kur gehabt haben, sicherlich. Aber da hat er auf jeden Fall mal frei gehabt. Also das stimmt halt, schon, da muss halt ihm Harald recht geben. Ist halt nicht akzeptabel sowas, ne? Bitte? Ich meine, es ist halt nicht akzeptabel sowas. Und wenn halt nie was gesagt wird, dann gehen die Leute davon aus, dass es okay ist, was sie machen. Genau. Und ich glaube, oder ja, ich vermute leider, dass es zu Hause bei vielen da eben auch nicht intakt ist. Also von denen, die mobben. Denn ich habe noch zwei Brüder. Ich weiß, was Mobben heißt. Also die sind älter als ich. Die haben wenn dann mich gemobbt. Und ich musste umgekehrt. Nein. Ja, ich war dann die Petze. Ich konnte mich nur wehren, indem ich gepetzt habe. Und ja, das sind 6 und 14 Jahre dazwischen. Also das ist nochmal eine Hausnummer. Also das war nicht nur 2, 3 Jahre, sondern als ich 6 war, war mein anderer Bruder 12 und der weitere dann schon wieder über 20. Wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja genau, da habe ich halt gelernt, mich durchzusetzen. Ja, und wir haben uns auch mal natürlich geprügelt. Aber meine Eltern haben dann schon, sind dazwischen und haben uns dann mal hier Standpauke gehalten. Schon wieder so ein altes Wort, ne? Standpauke. Ja, das und ich weiß nicht, ich glaube in vielen Haushalten oder ist es dann so, ja, macht doch, was ihr wollt, macht ihr ja eh. Und da wird dann nicht drüber gesprochen oder man kriegt dann halt, Hausmeister, ich möchte kein rotes Dach, ich hätte gern Glasdach. Ja, ja, ich ist nur eine Umrandung. Ach so. Kommt jetzt. Ich will aber kein Rot. Was ist denn das? Das ist nicht rot, das ist ein Braun. Das ist braun, sind das Ziegel? Das ist nicht rot, das ist grün. Du bist farbenblind. Rot-Grün-Schwäche, verdammt. Hauptsache es leuchtet blau. Ach, soll mir doch was sein. Alles klar, Hauptsache das Dach ist aus Glas. Das finde ich nämlich ganz cool, muss ich sagen. Kommt wenn man jetzt so den Sternenhimmel angucken kann. Gefärbtes Glas oder? Da fragen wir. Ja, ist gefärbtes, genau. Hä? Ist gefärbtes? Mhm. 1.7 Update, das Glas kannst du jetzt einfärben. Also verdunkeln dann quasi. Ein das wird dann farbig. Farbig. Du hast einen Pfeil immer in dir stecken, 3 Pfeile sogar. Das ist Absicht, das ist Absicht. Die neueste Mode hier in Schweden, so läuft man rum. Das und blaue immer, wenn Glas. Ich dich sehe, hast du eine Melone in der Hand. Ich esse das Zeug, das ist meine Nahrungsquelle momentan. Ja, ständig, du bist nur am Essen. Mädchen. Ja, aber die Melone? Die. Bei meinem Einkaufszentrum ganz blaue Scheiben drin. Okay, ich hätte gern einfach stinknormales, durchsichtiges Glas. Ihr redet schon wieder wirres Zeug. Sprecht doch mal Althochdeutsch. Naja, ich muss doch mal hier ein bisschen sagen. Was ist los? Denn? Da war plötzlich ein Zombie, ich habe keine Ahnung. Ja, der ist wahrscheinlich von oben reingeplumpst. Also ich muss dann aber auch sagen, dass wenn du Minecraft spielen willst, dann musst du dich auch so ein bisschen mit der Terminologie auseinandersetzen. Geht ja nicht. Ich werde Simultanübersetzer. Ja. Dann lernen wir auch noch nebenbei. Töska, kannst du vielleicht auch Schwedisch? Dann könntest du ehrlich mir mal erzählen, was unser Hausmeister mal so sagt. Das wäre auch mal interessant. Was der Hausmeister sagt? Ja, Schweizerdeutsch. Ja. Es gibt ja beibringen, ne? Es gibt ja tatsächlich Leute, die die Schweiz und Schweden miteinander verwechseln. Was? Okay. Ausländer hauptsächlich. Die Schweizer jetzt also nicht. Ja, das ist, finde ich jetzt, mal ein bisschen hinterher. Das finde ich jetzt auch nicht so tragisch, aber es ist ja wohl allgemein bekannt, dass die Amerikaner zum Beispiel gerne mal Österreich und Australien miteinander verwechseln. Ja, aber das ist ja Australien und Austria, das verstehe ich ja noch. Das genau, aber euch leben doch die ganzen lustig aussehenden Tiere da in Österreich. Oh, bevor wir die Episode beenden, brauche ich dringend, Tyska, die Anleitung, wie ich Betten bauen kann. Ich brauche 2 Betten. Ja, dann brauchst du Wolle und Holz. Ja, okay. Holz habe ich. Mhm. Wolle habe ich nicht. Gib es mal Einkaufszentrum. Muss besorgen dann. Einkaufszentrum. Und das ist wo? Neben der Baum. Stimmt, da gibt es ja auch eine Schafsfarm irgendwo. Neben oder? Der Baumuniversität. Das ist ja schon keine Schule mehr, ey. Das blaue Gebäude mit dem Glas. Das ist auch kein Gebäude, das ist ein Konstrukt, weil da ist ja, hallo, da brauche ich ja eine Map dafür, eine Landkarte. Kannst du dir eine bauen? Das gibt's auch in dem Spiel. Oh, ja. Das kann ich scheren. Ist das eigentlich okay, wow, dass hier ein Creeper läuft? Ohne Zeit, kurz du die Wolle kriegst.
Ja. Was ist okay? Ich habe gerade mein Schwert dem Creeper entgegengeschmissen. Das war nicht okay. Weißt du, ich habe heute in diesen vier Folgen, die ich jetzt da quasi mit dir aufgenommen habe, habe ich so viele Gegenstände schon wieder durch die Gegend geworfen. Das kannst du dir auch nicht vorstellen. Drin. Oha. Kannst du eine rausnehmen, wenn du keine hast. Ich weiß, wo es Schafe gibt, wo wir uns Wolle klauen können. Ich habe auch ein Schaf gesehen und ich habe jetzt eine Schere und die, da kann ich jetzt uns die Haare schneiden. Ja, hier ist ganz viele Schafe hier drin. Hinter dir zum Beispiel steht eins. Du hast die Haare schön. Oh, mit rechter Maustaste. Ne? Das ist nackig. Oh Gott, und die hat, schwarze Wolle, weiße und rote zurzeit. Das sind die deutschen Nationalfarben. Jawohl. Da muss ich auch Gold haben, oder? Deutschland hat keine Nationalfarben, die sind verboten. Wie viel Wolle brauche ich? Pro Bett 3. 3? Ich habe doch ganz viel Schafe. Ach da? Jetzt habe ich keine Lust mehr hier, verflucht. Ich gehe jetzt raus. Rundherum laufen. Ich muss die Zuschauer gerade mal fragen. Die sollen mir sagen, was ich machen soll. Ich kann ja ständig herumgraben. Hast du genug Steine, Mone? Wahrscheinlich schon. Du hast wahrscheinlich so viele Steine, du kannst das Taj Mahal nachbauen. Nee. Nein? Das holt mir alles der Hausmeister. Na toll, was mache ich denn dann hier überhaupt die ganze Zeit? Wolle. Wo bist du denn? Wer, ich? Ja. Irgendwo unter Tage. Ah, und zwar okay. Schon wieder so, dass ich nicht weiß, wo es rausgeht. Wie viel Zeit haben wir denn noch für diese Episode? Das Blöde ist, ich habe die Stoppuhr zu spät eingeschaltet, deswegen ist das jetzt ein bisschen Gefühlssache. Ich würde mal sagen, wir haben 3 Minuten. Noch 3 Minuten. Okay, dann. Das ist ein bisschen. Da hat der Herr auf seine Schweizer Uhr geguckt. Genau. Die genau gehen. Die Schweizer, geht die nicht ein bisschen Uhren langsamer? Genau. Nee, die gehen ganz genau, die Schweizer Uhren. Also wer die Welt sich doch langsamer. Wer Asterix und Obelix kennt, weiß, das sind die, die man immer umdrehen muss und immer Kuckuck rufen. Ach, die. Ja. Jetzt ganz kurz noch. Wolle habe ich jetzt. Und das Holz, was mache ich damit? Du brauchst Holzbretter. Okay, Bretter habe ich auch. Und du brauchst eine Werkbank dafür. Okay, dann gehe ich jetzt nach Hause und mache da mein Bett. Mehr brauchst du mir nicht sagen. Ich probiere es einfach aus. Ja? Dankeschön. Die Information, dass du 3 Wolle brauchst pro Bett, dürfte dich eigentlich in die richtige Richtung schicken. Ich glaube auch. Ja. Ich glaube auch. Ja. Also von mir aus. Meine Fresse, ey. So, ich glaube, jetzt habe ich's. Sicher? Ziemlich. Ziemlich, weil ich bin jetzt da im Vorraum. Da ist ja gar nichts drin. Wozu braucht man Spinnenaugen? Zum Potions machen, zum Tränkebrauen. Und den Schleimball kann man werfen? Nee, den kannst du zum Beispiel für Redstone-Sachen benutzen, für einen Sticky Piston zum Beispiel. Für einen Sticky Pist? Das klingt irgendwie komisch. Pisten. Ja. Ich werde im Leben nicht das deutsche Wort für Pisten benutzen, weil das ist für mich kein Wort, ich habe keine Ahnung. Das klingt dann wirklich althochdeutsch. Ich weiß nicht, wie das heißt. Bist du wirklich Wisten? Ich habe ein Bett gemacht. Hast du nicht Minecraft auf Deutsch? Ich meine, schau doch mal nach, wie die. Ach nee, kannst du ja gar nicht. Kolben. Kolben, ja, siehst du, deswegen sage ich das nicht. Was? Das ist anzüglich, das sage ich nicht. Also, wenn du das anzüglich findest, na, dann wird's. Mone, ist jetzt alles schon fertig? Nee, oder? Ich habe 2 Betten gemacht, ich brauche noch eins für einen Luke, ne? Quasi. Aber ich hab Betten gemacht. Ist ja jetzt alles vergrößert schon? Ja, fast. Das Katzenzimmer auch, das finde ich natürlich sehr schön. Das Katzenklo? Du meinst das Klo? Habe ich dich überhaupt schon mal rumgeführt, was ist, Tyska? Nee, ne? Ich hab doch gesehen, was ihr gebaut habt. Das hier ist definitiv das Katzenzimmer, ist das, kein Katzenklo. Die Katzenklo, Gästeklo und die Waschmaschine steht hier drin. Ach so, das habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Ist das so? Gegenüber ist das Zimmer vom Luke. Das ist jetzt ein bisschen optimistisch groß geworden, finde ich, aber gut. Was hast du, Hello Kitty-Füße? Was? Ich? Ey, du brauchst ein neues Texture-Pack, das geht doch so nicht. Ich brauche vor allem neue Kontaktlinsen wahrscheinlich. Aber da wirst du ja auch blind hier, du bist lila. Nee, die sind verzaubert. Genau, sie ist nämlich hier, die Farben, sie glämmt so. Also man braucht Spinnenaugen, man kann die behalten, ne? Ja, man kann fast alles gebrauchen. Zombiefleisch, glaube ich, ist nicht ganz so wichtig, aber den Rest kannst du für alles verbrauchen. Warte mal. Irgendjemand hat was gesagt, dass man was mit Zombiefleisch machen kann. Essen, ja. Ja, nee, man muss entweder ganz viel essen, was, Knochen, braucht man das auch? Ja, definitiv. Ach, ich tue alles mal in die Truhe einfach rein. Das wird schon wieder nachlässig. Rumgeschleppe hier, das geht mir auf den Sack. Wir haben so viel Redstone und ich habe auch keine Ahnung. Darf ich dir mal einen Tipp geben? Du fummelst doch immer rum mit deinen Sachen, wie du die am besten hier bewegst und so.
Die Shift-Taste zum Beispiel. Ja, ja, das habe ich schon mittlerweile mitbekommen. Hast du das schon gelernt, ja? Ja, großartig. Da muss man, wenn man die drückt, dann passiert irgendwie was schneller. Dann kannst du das in dein Inventar gleich reindrücken und musst es nicht extra dahin ziehen und so. Jetzt habe ich so viele scheiß Steine gesammelt und habe erfahren, dass das alles völlig umsonst ist. Nee. Ich habe einfach keinen Sinn im Leben hier. Ich habe mich sowieso schon gefragt, ob euer Haus aus Kobbis, also aus Pflastersteinen besteht. Ich wurde von einem Zombie-Kind gerade umgebracht. Meine Sachen, alle meine Sachen sind im Lux-Zimmer. Was? Moment, wenn ich da reingehe, sterbe ich auch. Nein, nee, du musst ihn tot machen. Wo ist er denn? Wo ist der? Der ist schon tot, keine Sorge. Die Streberin Tyska! Ich mit ihrer was Rüstung. Streberin? Mit Rüstung, das kann jeder. Kollege, ich habe ein scharfes Schwert in der Hand und du Tyska. Hast eine Rüstung an, ne? Ja, diese Schweden! Schweden, Schweizer. Bin schon da. Alles das gleiche Pack. Danke. Jetzt habe ich so schön Bett gebaut. Verstehst du, hätte mich ja jetzt ultra also gestunken. Mich juckt es gerade so im Zeigefinger, dass ich hier. Ne? Mich mobst, ich weiß. Noch ein, dir, noch ein Punkt auf deine, Zwang auf deine Liste. Ich keinen Zwang an. Aua. Okay. Hat der Hausmeister die Zeit gestoppt? Ich glaube nicht. Hast du einfach mal so pauschal gesagt. 2 Minuten ist schon über Zeit. Ja, dann würde ich sagen, dann hören wir jetzt mal auf, ne? Weil wir wollen Tyska nicht eine größere Plattform geben, wie sie Männer schlägt. Das ist eins der nächsten Themen. Männer schlagen. Ja, werde ich auf jeden Fall vorschlagen. Ich werfe das Gehirn hier weg. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. 4 Folgen mit Tyska. Es ging um Mobbing und es war ernst und manchmal war es nicht so ernst. Und Tyska ist eine fiese Möp und ja. Wenn's und euch super gefallen, gut drauf. Na, jetzt musst du noch was Nettes sagen hier. Komm mal. Das möchte ich aber auch raten, ne? Sonst du hast eine sehr schöne Rüstung an. Das reicht nicht. Ich möchte mehr. Du hast ein sehr schönes Schwert. Gib es mir. Nein, also ich muss jetzt sagen, ich fand es eine super Runde. Hat mir echt auch viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das Thema ist auch auf jeden Fall interessant für unsere Zuschauer. Nein, Tyska ist ja eine Nette, das wissen wir ja, ne? Das eigentlich ist ja auch, schon, ja. Ja, nur nicht mir gegenüber, aber das ist egal. Ja? Du bist ja auch nicht mir gegenüber nett, das muss man den Menschen dann ausgleichen. Ach so, okay. Du, natürlich bin ich nett. Naja, gut. Das müssen wir anders mal besprechen. Wenn ich nämlich nicht nett bin, dann bin ich nämlich ganz anders. Okay, gut. Ja. Das möchte man dann vielleicht doch nicht besprechen. Lassen wir es einfach so, wie es ist. So wie ich bin, bin ich sehr nett zu dir. Okay. Also Leute, gell? Dran denken, könnt ihr mal bei der Tyska vorbeischauen. Die hat er, glaube ich, auch aufgenommen und zeigt auch ein bisschen was, ne? Bitte was? Ich kann sehr schnell sprechen, ne? Ob du auch was zeigst? Du hast doch sicherlich auch mit aufgenommen. Ja, natürlich. Das genau, dann schau mal in den Kanal. Ja. Aber ich zeig da nichts. Nein. Ach so. Ja, oh, dann schaut einfach mal so in den Kanal. noch netter kann ich jetzt nicht sein. Also, danke fürs Zuschauen. Lasst uns ganz viele Likes da und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Sag tschüss, Tyska. Tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Tschüss.